Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, apropos Datenschutz, bei Ihrem letzten Besuch hier in der Sendung erzählte sie, dass sie gerne mal heimlich im Internet auf Partnersuche gehen würde. Zitat, ich würde zu gerne mal sehen, was einem da alles so angeboten wird, ja? Er dagegen weiß, was einem da so angeboten wird, also nicht jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, aber sonst so. Ab und zu mal ersteigert er nämlich angeblich Porzellanfiguren bei eBay. Damals bei der Tagesschau waren sie Kollegen, heute sind sie Freunde, vielleicht auch deshalb, weil sie einen Wesenszug verbindet, sie hassen Heuchelei, weshalb sie geradeaus sagt, ich finde, ich habe früher ziemlich scharf ausgesehen. Und über ihn singt Udo Lindenberg, später spricht Herrn Wilhelm Wieben, er ist sich immer treu geblieben. Herzlich willkommen, Dagmar Berghoff und Wilhelm Wieben, schön, dass Sie bei uns sind. Alles wahr. Alles Zitate, Frau Berghoff, die ich von der NSA noch mal bestätigt bekommen habe. Dagmar Berghoff sagt übrigens auch, Frauen, die behaupten, dass sie ihre Falten lieben, lügen wie gedruckt. Und auch sie kann dieses... Herr Wieben, Sie sind doch... Können Sie eigentlich noch Plattdeutsch? Aber natürlich. Was ist das plattdeutsche Wort, das wir alle mal uns drauf schaffen sollten, wenn man mal glänzen will in so einer plattdeutschen Runde? Wenn man was? Wenn man mal ein bisschen glänzen will mit Plattdeutsch. Verdiebert nehmen? Das ist Schwur, ne? Das Schwur. Also wir sind jo beide native Plattdütschnacker. Ja. Du schnackst halt von Hus oder ich schnack dann auch von Hus. Aber das gibt jetzt nicht so. Ich hab mit 6 Jahren angefangen, Plattdütsch zu lernen. Das bin ich genau. Und das hätte ich ganz gut hingekriegt. Mit 6 Jahren haben wir beide erst Hochdeutsch gelernt. Ja. Also sowohl der Wilhelm und auch ich. Ja. Man denkt immer, das ist so exotisch. Aber das war damals ganz normal, dass wenn du Plattdeutsch aufwächst, lernst du auch erst in der Schule Hochdeutsch. Ja. Wäre ich nicht zur Schule gekommen, hätte ich nie Hochdeutsch gelernt. Das heißt, das ist ja irre. Das heißt, ihr seid eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund? Kann man das so sagen? Ja, aber ist ja so. Dieser Migrationshintergrund ist einige Jahrhunderte alt. In der Tat. Nicht? Und, aber das kannst du nicht auf Ina beziehen, einige Jahrhunderte. Nein, das ist vom Plattdeutschen. Frau Berghoff, haben Sie das verstanden, was die beiden... Ich verstehe alles, ich kann es nur nicht sprechen. Aber was muttert, kann ich schon. Ja, sollte man in Hamburg auch wissen, was Und ist. Die schwäbische Connection verläuft ja heute sozusagen in der Sendung hier, ne? Ja, ja. Ist es wahr, dass Sie in der Gegend der beiden Herren hier gelegentlich mal Urlaub machen? Ja, nicht bloß gelegentlich. Und auch... Was ist denn bei Ihnen beiden, Dagmar Berghoff, Wilhelm Wieben? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das betrifft ja nicht nur Deutschland, dieser NSA-Skandal, sondern im Grunde alle westeuropäischen Länder, eigentlich alle Länder letztlich, wie diese Fülle von Informationen, wo die tatsächlich rausgepickt werden, wo das eigentlich passiert, wie das passiert. Und wenn man dann noch jeden Menschen nimmt in den verschiedenen Ländern, dann stehe ich fassungslos davor. Mhm. Aber was ich eben die große Gefahr finde, das ist die Industriespionage, die damit möglich wird. Das finde ich das Allergefährlichste. Also, dass zum Beispiel Chrysler weiß, was VW vorhat oder was auch immer. Oder auch meinetwegen, was Frau Merkel vorhat. In Bezug auf Griechenland oder so. Was sie da nun, wie ihre Idee ist. Ist ja interessant zu wissen. Dass das längst bekannt wird. Das Wie verhalten Sie beide sich denn, Herr Wieben? Achten Sie dann auf solche Dinge? Also sind Sie überhaupt im Internet unterwegs, zunächst mal die Frage? Ich bin im Internet unterwegs. Ich habe...
mich einmal überreden lassen, auch ins Facebook. Und Sie waren bei Facebook? Ja, in einer Woche habe ich das wieder beendet. Sie waren eine Woche bei Facebook? Ja. Warum sind Sie rein und warum wieder raus? Das Echo und so weiter, das hat mir alles nicht gepasst. Und dachte ich, was soll ich damit? Basta, will ich will wieder weg. Und dann dauert es 14 Tage, dann bist du draußen. Ja, ist das irritierend, wenn man merkt, dass es zum Beispiel wichtig ist, ein Foto von seinem eigenen Mittagessen zu veröffentlichen? Soweit ist es bei mir nie gekommen. Nicht gekommen, ja. Waren Sie mal bei Facebook, Frau Berghoff? Ich bin von einer norwegischen Freundin über E-Mail angefragt worden, ob ich nicht ihre Facebook-Freundin sei. Eine norwegische Freundin? Ja, die ich gut kenne. Und da ich gar nicht wusste, was so Facebook ist, habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann ihre Schwester kam noch dazu, also ich habe mich reingestellt und plötzlich nächsten Tag hatte ich 20 norwegische Freunde, die ich nicht kenne und die ich auch gar nicht kennenlernen will. Ja. Und da habe ich auch schreiend wieder rausgegangen. Ja. Also habe das sofort auch wieder abgebrochen. Haben die auf Norwegisch geschrieben dann? Ja, nein, aber ein bisschen Deutsch dazu. Okay. Ja. Nein, aber was soll ich mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne? Also eigentlich Facebook... Aber Sie beide kommunizieren dann auch über E-Mail miteinander? Ja. Nein. Nein. Gleich ergänzen, wenn sag mal, wir also irgendetwas rüberschickt, was sie gut findet oder das auch mich noch betrifft, dann ja. In der Regel telefonieren wir. Okay. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber könnte ja auch zum Beispiel abgehört werden, wie wir gerade gehört haben. Alles drin. Ist alles mit drin. Könnte auch das Telefon, also beim Telefon genauso. Alles. Also genau. Ob man E-Mail, man E-Mail liest oder Telefon. Alles. Also alles. Okay. Twitter, Facebook. Ein bisschen ist natürlich alles. So wir normalen Menschen, wir haben ja eigentlich tatsächlich nicht so unbedingt irgendwas zu verbergen, wie eine Frau Merkel, die eine bestimmte Politik betreiben muss und auch Geheiminformationen weitergeben muss. Bei uns ist das, also ich stehe schon auf dem Standpunkt, mich kann jeder abhören, das ist mir völlig egal. Ina sagt das ja auch, die sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Bei mir würde man nach 3 Minuten, würde der Abhörer mit dem Kopf in die Suppe fallen, weil es wirklich also zu langweilig wäre. Das glaube ich nicht. Bist du bei Facebook? Nein. Nein. Ich war auch da und habe mich dann nach 3 Wochen nach dem Mehrwert selbst hinterfragt und fand das alles für mich überhaupt nicht wichtig, was da lief. Glück, gesund zu sein. Mhm. Es gibt ja in meinem Alter durchaus Leute, die eine neue Hüfte brauchen oder Schulter oder Knie oder eine andere schwere Krankheit haben. Ich habe nichts. Wahrscheinlich, weil ich so gesund mit Alkohol und so und unsportlich lebe. Ja. Also mir geht's gut und deshalb fühlt man sich vielleicht so jung. Wie alt wirkt sie denn auf Sie, Ihre Freundin Dagmar Berghoff? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Nein. Reden Sie manchmal über die Frage, wie alt man sich so fühlt? Man hat doch, also jeder, glaube ich, hat irgendwann mal so diesen Moment, an dem er irgendwie stehen bleibt, so mit so gefühlt also 27. Ich kann das nicht benennen, ob ich wie ich mich tatsächlich fühle im Verhältnis zum richtigen Alter. Ich bin also 78 und ich finde, solange man neugierig ist und die Neugierde dich, was weiß ich, in welche Richtung bringt, kann ich läuft das sagen. Alles. Wir haben eben gehört von Ina Müller, die sagte, Ina Müller, die gerade sagte, ich habe das Gefühl, ich werde nicht so alt. Sie erinnern sich, Dagmar Berghoff saß irgendwann hier bei uns in der Sendung und uns blieb der Atem stehen, als sie sagte, ich weiß, wann ich irgendwann sterben werde. Haben Sie das damals mitgekriegt? Da war der Teufel los. Ich habe das damals gehört, ja. Bei ja. den Zeitungen war der Teufel los, sonst nicht. Ja, Sie hatten das von einer Wahrsagerin erfahren. Von drei unterschiedlichen. Nein. Und die haben alle dasselbe oder das gleiche Datum genannt? Ja. Ungefragt. Aber was eben damals so irre war, dass sie alle sagten, alle drei, bei bester Gesundheit. Da dachte ich, ja, besser kann es doch gar nicht gehen. Ich falle wahrscheinlich um, bin tot. Was kann mir Besseres geschehen dann? Ich habe nicht mitgekriegt, wie lange ist denn das her? Das ist gar nicht so, 2 Jahre vielleicht? Ja, 2 Jahre vielleicht. Ja, da war ich das erste Mal in der Sendung. Und gleich das. Und da haben wir drüber gesprochen und uns ist fast der Atem stehen geblieben. Was haben Sie denn ihr gesagt hinterher? Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich weiß, er war nicht damit einverstanden. Warum nicht? Zu privat, sozusagen. Ja. Anderes Thema. Richtig. So. Waren Sie noch mal bei dieser Wahrsagerin?
Nein, war ich. Nein, nicht mehr. Nein, nein. Aber das Witzige war, wir waren mal auf dem Weihnachtsmarkt und da war die. Und da habe ich andere Freunde von mir dahin geschickt. Geh doch mal dahin. Und die hatte eine... Die sagt dir, wann du stirbst. Geh ruhig rein. Nein. Ja. Super. Die hat eine Kundin da. Und sie hat nicht rausgeguckt. Und dann kam der raus und die sagte dann, grüßen Sie Frau Berghoff. Ich sag, woher weiß die? Sie kann mich nicht gesehen haben. Ist egal. Also, nein, nein. War nicht mehr da. Sie beide, gelernte Schauspieler, die dann auf unterschiedlichsten Wegen zur Tagesschau gekommen sind. Wann wird aus so einer Kollegialität, die das ja wahrscheinlich erstmal ist, eine wirkliche Freundschaft? Wann ist das entstanden? Ist gewachsen. Da haben wir ein schönes Foto. Das ist Schauspielerei. Links vermute ich Dagmar Berghoff und rechts Herr Wieben, oder? Ja, das. Ja, nicht umgekehrt, ja, das stimmt. Nein. Also das braun eingefärbte ist Frau Berghoff und das andere. Ja. Mit dem großen Fächer, das bin ich. Wovon ist das hier? Das ist das Theater am Goetheplatz in Bremen. Mhm. Da hatten wir da ist die große Show gemacht worden, Kunstseidenes Mädchen. Alle am Theater beschäftigten Schauspielerinnen und Schauspieler, alle Tänzer, alle Opernsänger, jeder hat da mitgemacht. Musikalische Leitung war ganz was Kostbares, der Pianist, der Comedian Harmonist. Der Original. Wahnsinn. Wurz. Mhm. Der hat uns in den Proben und in den Zusammenstellungen der einzelnen Lieder immer etwas vor. Der hatte alles im Kopf. Mhm. Und wo war damals Dagmar Berghoff? Wo waren Sie damals? Ich war in Tecklenburg. Das ist zwischen Münster und Osnabrück eine Freilichtbühne, inzwischen überdacht, damals nicht. Und bei Regen mussten wir bis zur Pause durchmachen, weil die Leute dann ihren Preis, ihr Kartengeld nicht wiederkriegten. Also ich spielte König Drosselbart und das hier war aus Die lustige Witwe, die Olga ist eine. Und ich hatte als König Drosselbart so Locken, die gingen bis hier. Und bei manchem, das wir durchspielen mussten, gingen sie schon bis hier. Und die Kiepen mit dem Geschirr als Drosselbart waren voller Regen. Es war abenteuerlich. Aber das war 1967, direkt nach der Schauspielschule. Und wann sind Sie beide sich dann bei der Tagesschau begegnet? Als der damalige Geschäftssprecher Karl-Heinz Köpke uns sagte, er hat uns gebeten, eine Frau zu finden und ihm vorzuschlagen. Da haben wir noch ein Bild aus der damaligen Zeit. Oh Gott, ja. Die kam, ja, das ist es. Und dann sagt er eines Tages, nein, komm, lass das, ich habe jemanden gefunden. Und dann erfuhren wir, dass sie eine nachmittägliche Ausgabe der Tagesschau machen würde. Der ganze Flur war voller Presse und Fotografen. Und da habe ich einfach bewundert. Ich dachte, mein Gott, so viel Aufwand für einen Menschen. Sowas stehe ich nie durch. Mhm. Also habe ich auch tunlichst immer in meinem Leben vermieden. Und sie hatte einfach diese Nerven wie Drahtseile. Sie war da eine Pionierin, ähnlich wie Sie ja auch in der ja. Politik. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und das war ja damals im Grunde eine Art Revolution, oder? Unter diesen ganzen Männern. Plötzlich die erste Frau. War das sozusagen dieses Deckmäntelchen, das man sich geben wollte? So, wir sind jetzt auch modern und jetzt haben wir auch eine Frau in unserer Reihe? Eigentlich ja. Das war der Grund. Die Tagesschau wollte unbedingt inzwischen eine Frau haben. Weil Wiebke Bruns hat es ja 5 Jahre vor mir gegeben. ZDF, ne? ZDF. Mhm. Und nun dachte die ARD, also jetzt müssen wir, weil man wusste, das ZDF baute schon Ruth Speer auf. Mhm. Das wusste man. Und da dachten die, jetzt müssen wir dem ZDF zuvorkommen und suchte eben händeringend eine Frau. Und ich wusste gar nicht, dass die jemanden suchten. Als Köpke da, als ich gerade so Rhythmen sendete im Radio und es hieß, Köpke ruft an und möchte dich sprechen, da dachte ich erstmal, was will dieser Nachrichtenmogul von so einer kleinen Moderatorin wie mir? Und ich fiel aus allen Wolken, dass die Tagesschau jemanden suchte. Und dass vorher schon 20 Mädchen, Frauen gecastet waren, wie man heute sagt, also vorgesprochen haben, das wusste ich auch nicht. Also, aber Sie waren ja schon in der Schule mal zur Schönsten der Schule gewählt worden. Ja. Ja. Insofern ist das ja nicht weiter, ist das ja nicht weiter verwunderlich. Kann man sich auch gut vorstellen. Gibt ganz viele Legenden, die sich auch sozusagen um diese Tagesschau ranken. Sind Sie sich eigentlich viel begegnet? Ich stelle mir vor, eher nein, oder? Man wechselt sich doch in der Schicht. Eher nein, weil einer löste den anderen ab. Mhm.
Nicht, wenn Dagmar Berghoff meinetwegen die 20 Uhr gelesen hat. Und es war so eingeteilt, dass für die Spätausgabe bzw. heute Tagesthemen und für die letzten in der Nacht ein anderer angesetzt wurde. Dann habe ich sie bestenfalls in der Maske gesehen. Werden Sie beide eigentlich noch viel angesprochen, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind? Also Wilhelm, wenn wir gerade im Osten Deutschlands unterwegs sind, pausenlos. Weil Wilhelm sieht aus, wie er aussieht. Also auf dem Schirm ich nicht unbedingt. Aber ja, nee, mich erkennt man nicht so. Aber wenn ich rede, dann drehen sich die Leute um Stimme. Und sagen, die Stimme ist es dann. Ja. Aber was mir mal passiert ist, fand ich so stark. Da waren wir auch im Osten unterwegs und da kommt so ein, ich schätze mal so 68-jähriger Mann auf mich zu und sagte, mein Gott, Sie erinnern mich an meine Kindheit. Ich bin mit Ihnen aufgewachsen. Da dachte ich, was, 68? Ich bin 70? Also, ne? Frau Berghoff, wenn Männer Komplimente machen, so ist es auch. Ja. Manchmal. Der wollte sicher nur nett sein. So ist es. Wir haben zwei Männer unter uns, die so erfolgreich Krimis schreiben wie im Moment eigentlich kaum ein anderer. Also, bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine traumhafte Runde. Zunächst mal bei Hertha Däubler-Mehlin, wie wir heute gelernt haben. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ina Müller. Ina, vielen Dank fürs Kommen. 48, das neue Album ab Januar auf großer Tournee. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für ein Wiedersehen mit Dagmar Berghoff und Wilhelm Wieben. Herzlichen Dank. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Volker Klüpfel und Michael Kober für einen sehr unterhaltsamen Einblick in das Leben von zwei Star-Autoren. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und am Dienstag sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.